Guten Morgen, alle Guten. Es sind dann der Prof von Luxembourgisch with Anne. In this short video, you will learn how to say in Luxembourgisch not yet. For example, she's not there yet. And you will learn how to say still not. For example, she's still not there. And you will learn how to say anything yet. For example, we haven't bought anything yet. Prêt? Dann los! So to say in Luxembourgish not yet is noch nicht. Now listen and repeat for the correct pronunciation. Noch nicht. Noch nicht. We use this word combination a lot in Luxembourgish, so it is important to know where it comes in the sentence and how you can use it. So we will have a lot of examples. Beispiele. Let's start with Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Oder Hat das noch nicht do? Hat das noch nicht do? Another example. Mir hun noch nicht gies. Mir hun noch nicht gies. Mir sind noch nicht daheim. Mir sind noch nicht daheim. So you can see the noch nicht always comes after the first verb. And a last example, here we have a verb, a reflexive verb. For example, Hien hat sich noch nicht gemeldet. Hien hat sich noch nicht gemeldet. So, noch nicht always stays together. Now, if you want to emphasize this and express still not, you will say noch immer nicht. Noch immer nicht. Beispiele. Hat das noch immer nicht do? Hat das noch immer nicht do? Es funktioniert noch immer nicht. Es funktioniert noch immer nicht. Sieht ihr noch immer nicht daheim? Sieht ihr noch immer nicht daheim? Now you see, noch immer nicht always stays together. Now we have used noch nicht or noch immer nicht. But if you want to negate a noun, you will have to say noch kein when the noun is masculine or neuter, and noch kein if the noun is feminine or plural. So you can say noch immer kein, noch immer kein or noch kein, noch kein. Beispiele. Hast du noch immer kein Arbeit gefunden? Hast du noch immer kein Arbeit gefunden? Another example. Ich habe noch kein Kanner. Ich habe noch kein Kanner. So here you have to use kein because Kanner is plural. Now an example where the noun is masculine. For example. Ich habe noch keine Mail von ihm gekriegt. Ich habe noch keine Mail von ihm gekriegt. Okay? So, now we will see how you say in Luxembourgish still nothing or anything yet. And this is noch nicht. Now listen and repeat. Noch nicht. Beispiele. Ich habe noch nicht gekocht. Ich habe noch nicht gekocht. Hast du noch immer nicht gies? Hast du noch immer nicht gies? A last example. Mir hun noch nicht kauft. Mir hun noch nicht kauft. Great. Now you have learned how to say in Luxembourgish not yet. This is noch nicht or noch kein or noch kein. And still not is in Luxembourgish noch immer nicht or noch immer kein or noch immer kein. And anything yet is noch nicht. Great.
Now you will have the possibility to train a little bit your listening comprehension. I will tell you some sentences about myself, about my family in Luxembourgish. Just listen and try to understand what I'm saying. And don't forget that you can read the full transcript of this lesson on my blog luxembourgishwithanne.lu/blog. Prêt? Los! Wenn ich auf Frankreich gewohnt habe, hatte ich noch kein Auto. Allo, habe ich ihn. Ich wiederhole, I repeat. Wenn ich auf Frankreich gewohnt habe, hatte ich noch kein Auto. Allo, habe ich ihn. Another sentence. Wenn ich bei meinen Eltern gewohnt habe, hatte ich noch keine Katzen. Allo, habe ich 2 Katzen. Wenn ich bei meinen Eltern gewohnt habe, hatte ich noch keine Katzen. Allo, habe ich 2 Katzen. Wenn ich 10 Jahre alt war, konnte ich noch kein Englisch. Allo, schwätze ich 4 Sprachen. Wenn ich 10 Jahre alt war, konnte ich noch kein Englisch. Allo, schwätze ich 4 Sprachen. Ich habe einen Klient, den hat seine Rechnung noch immer nicht bezahlt. Ich habe einen Klient, den hat seine Rechnung noch immer nicht bezahlt. Früher konnte ich noch nicht so gut kochen wie heute. Früher konnte ich noch nicht so gut kochen wie heute. Ich habe noch immer nicht Gies, ich habe den geilen Hunger. Ich habe noch immer nicht Gies. Ich habe den geilen Hunger. An der letzten Satz, der last sentence. Ich weiß noch immer nicht, was ich den Weekend machen soll. Ich weiß noch immer nicht, was ich den Weekend machen soll. Great. Don't forget to read the transcript on my blog, where you can as well download the PDF copy of this lesson. Merci für's Zuschauen. Thank you for watching.